Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Space Haven hier bei uns auf dem Kanal der Heavy Tactic Force Community. Ich bin Epsilon42 und ihr seht die Serenity zusammen mit dem Action, dem Devi, dem Lupin, dem Sancho, dem Chaos, dem Sasha Coin. Das haben wir. Gut, jetzt hätte ich mich fast verhaspelt. Beim letzten Mal sind wir in den 9. Sektor geflogen und haben hier alles soweit abgegrast, was wir abgrasen konnten. Jetzt eben gerade haben wir das letzte beendet. Die unedlen Metalle und wir sind gerade dabei, noch die Hülle zu erweitern. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt direkt zum Sprung ansetzen und ins nächste System fliegen. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir wollen auf jeden Fall hier hin und wollen dann mal schauen, ob wir da noch mal schön das Wrack looten können. Ich gucke hier auch nochmal, eigentlich müssten wir hier nochmal hin, um hier uns das Hyperium, das Energium zu holen. Wissen aber, dass das halt eine heikle Geschichte sein wird, weil wir hier Mikroasteroiden haben. Aber trotzdem wäre das für mich nochmal durchaus die Mühe wert, da mal hinzufliegen. Also, fliegen wir auf jeden Fall hier hin. Dafür müssen wir natürlich vorher den Sprung fertig machen. Zack, zack. Ressourcen reichen nicht aus, ja, das weiß ich. Stand an Ressourcen gering, Hüllenblöcke, das weiß ich auch. Es sieht so mega aus, ne, wenn die hier so die Triebwerke laden. Es sieht fett aus. Ich muss auf jeden Fall die Triebwerke mal zusammensetzen, also näher aneinander rücken. Cool. Okay, Sprung. Dürfen wir schon? Jo, wir dürfen. Na dann, auf geht's. Ach, Lumpi ist heute am Gerät. Sehr cool. Tschu! So. So läuft's. Geil, und ist auch nochmal ein Wrack. Mega. Okay. Und Hyperraum verlassen. Bereit machen zum Boarding. Haben wir denn überhaupt schon genügend Waffen? Hätten extra nochmal MPs angefordert, genau. So, dann werden wir nochmal gucken. Wer hat denn noch wer hat denn noch keine Waffe? Mal gucken, hier. Action hat nur eine Pistole. Dann werden wir mit ihm mal Direktbefehl. Ah, hier, komm her. Oh, was? Action, hier. Direktbefehl und... Aha. So, jetzt haben wir's. So, Chaos definitiv auch. Direktbefehl, zack. Und Grabschen. Du kriegst eine MP. Geiler Typ. Okay, Direktbefehl aus. Und Action genauso. Ihr kriegt von mir auch eine MP. Mega. So, wer kriegt denn noch eine Waffe? Warte mal, Schakal braucht, der hat glaube ich die Schrotze gehabt. War Schakal da mit der Schrotze? Ja, Schakal hatte die Schrotze und Devi hatte glaube ich... Genau, Devi war der mit der Pistole. Dann wird der auch nochmal hierher bevor... Oh ne, der pennt gerade, dann lassen wir mal lieber dabei. So, Summer hat ein Sturmgewehr. Action macht sich mal auf den Weg. Zack. Ach nee, warte mal, wir müssen da drüben hin. Zack, hier hin. Zack, da oben. Einkleiden. So, Chaos, der Recke, wird definitiv auch mitkommen. Zack, Summer genauso. Komm hier. Zack. So, Sancho, wo ist er? Der Schlingel kommt definitiv auch mit. Ja, dann macht er das Räumungskommando. So, der Devi pennt noch. Action, einsteigen. Zack. Schocki kommt, Summer, einsteigen. Zack. Chaos, einsteigen. Zack. Und Sancho, einsteigen. Und Abfahrt. So, na dann. Wollen wir mal rüberfliegen hier. Andocken. Hier annehmen. Zack, wir gehen direkt zur Luftschleuse. Da kann uns nichts passieren. Auf geht's, ab geht's, Enter-Kommando. Bin gespannt, was uns erwartet.
jeden Fall ein kleiner Wessel, kleines Schiffchen. Action mit der MP. So steige er aus. Geht schon wieder richtig gut los. Zack, Kigolim andocken. So, Action, zack. Chaos, zack. Sancho, zack. Und Summer, zack. Aber so sieht's aus. So, wer macht die Tür auf? Action, der mordlustige Huch. Fosch! Eieieiei, das ging aber gut gerade. So, Crewkabine wird durchsucht. Sancho geht mal mit hinterher, bei der Großen. Chaos läuft mal hier hin. Summer ist hinter ihm. Im Sturmgewehr. Action macht die Tür auf. Okay, sieht gut aus. Huch! Na, muss er denn einer kommen? Also, das ist ja nicht mal. Das haben wir ja wirklich Firepower. Das fetzt ja. Okay, Summer geht hier hin. Action, Tür, Sancho dahinter. Action, Tür auf. Okay, sieht gut aus. Summer und Chaos gehen hier runter, den Laden freimachen. Sehr gut. Der Raum ist clear. Mal hier mal kurz gucken. Ja, sieht auch gut aus. Sehr gut. Alles in Ordnung. Summer hinten dran. Action rein, Sancho hinterher. Jo, so kann man es machen, gut geklärt. Rotzen aber auch rum. So nicht, Freunde. So nicht. So. So, wir werden mal ganz kurz Sauerstoff holen. Bevor wir weitermachen. Sieht schon gut aus. Ja, scheint wohl eine sehr standardmäßige Geschichte zu werden hier heute. Nichts Großartiges. Alles im grünen Bereich. Sieht lustig aus mit dem Helm auf. Chaos, der im Helm noch einen Helm trägt. Geiler Typ. So, Summer und Chaos. War ganz gut gerade. Hier ist der Generatorraum, alles klar. So, Action, zack, an die Tür. Sancho hinten dran. Achso, hier müssen wir welche runter, oder? Ja, okay. So, Summer wieder als. Ne, wer ist jetzt? Action? Action ist halt jetzt. Ah, ne. Ist der 2, okay. Okay. Ah, Action ist halt mein Mann, ich merke das. Sancho entspannt hinten dran. Guck an! So, wir haben's. 50 Credits und neues Datenlog. Okay, können wir uns gerne auch am Ende der Folge mal angucken. Cool! Okay, so, dann gehen wir jetzt zurück und holen uns Sauerstoff.
Dann können wir hier drüben schon mal sagen, wir hätten gern mal alles abgebaut. Okay, das ist dein Job. Ja, war eine sehr, sehr geschmeidige Geschichte. Gut runtergespielt hier, wie ich das sehe. Das ist halt auch ein gutes Team, kann man ja anders sagen. So, machen wir noch den Direktbefehl aus, sobald. Genau, sobald alle Luft haben. So, dann wollen wir Folgendes machen. Transfer, natürlich erstmal alles bergen, bergen, bergen. Zack, 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 zack. Und Transfer, alles rüber. Schön. Freue ich mich. Na, wir kriegen wieder 3 Brennstäbe. Generell immer eine gute Geschichte. Frage ist, wie lange wir brauchen. Wir brauchen noch mal relativ lange, oder? Wenn wir hier in solchen... Lass mal ganz kurz gucken, wie es hier mit Piraten aussieht. Ganz entspannt. Ich denke nämlich darüber nach, tatsächlich dieses Triebwerk noch mal abzubauen, damit wir dann hier unten ausbauen können und dann halt alles hier unten noch mal also so ein bisschen aufrüsten können. Es hieß aber auch, dass ich noch mal ein paar Hüllenblöcke brauche. Na gut. Jetzt muss jetzt losgehen. Ah, schönes Schiff. Kann man machen. Okay, na dann werden wir das Ganze mal vorantreiben. Es wird jetzt wieder ein bisschen lästig, weil wir natürlich jetzt ganz viel abbauen und verarbeiten müssen. Und wirklich gar keine Hüllenblöcke mehr. Junge, Junge. Schneller gehen. Und der Chaos sieht schon wie cool aus mit seinem Helm. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es ein Mensch ist. Kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja ein Klon. Sieht schon cool aus, wie er da steht. Alles sehr geschäftig, sehr geschäftig. Jungs, ich brauche Hüllenblöcke. Zeigt mal, was ihr könnt. Verrichtung, wie war das? Wir könnten noch. Ach, hier zuweisen. Fertigung, zuweisen. Können wir jemanden zuweisen hier von denen? Aber ich glaube, das ist gar nicht so gut. Ja, genau, das sollen sie einfach für sich machen. Oh, es brennt. Oh, das ist auch neu. Das finde ich gut. Habt ihr das gerade mitbekommen? Es hat gebrannt. Und dann ist es direkt von überschnell auf normal gelaufen. Normale Geschwindigkeit. Das ist natürlich mega. Das ist sehr gut. Also an dieser Stelle, herzlichen Dank an die Programmierer. Cleveres Ding. Sehr gut. Freut mich. So kriegt man halt auch ein bisschen was mit und verpasst nicht mal diese... Naja, genau, wenn solche Sachen passieren. Doch. So. Wir kriegen auch wieder so viel Biozeug, Biomasse, ne? Ob ich dann nochmal so ein Teil baue? Geil wäre, wenn daraus Strom ziehen könnte. Das wäre mega. Wenn er Strom produzieren würde, weil es ja bei der. Ne? Beim Zersetzen halt auch Wärme produziert. Das wäre geil. Das finde ich sehr clever.
Nein, ich finde es ja schon cool, dass es so eine Sachen gibt wie aus der Luft halt Feuchtigkeit ziehen und so. Das finde ich ja auch schon mega gut. Das hier. Was gibt's hier? Naja, wir haben nicht genügend Energium. 19. 19 Brennstäbe. Mega. Ich freue mich. Das ist sehr gut. Wer ist hier drüben? Oh, das ging schnell. Devi. Devi baut ab. Ja, offensichtlich. Also Shaki und Action machen ja einiges dafür, dass wir wieder mehr Hüllenblöcke haben. Das ist sehr gut. Das freut mich. Spricht halt für die beiden. Wie sieht's denn aus? Sind wir denn... Nee. Nicht wirklich gefährdet. Dann machen wir mal Folgendes. Wir... Wo stehen wir denn gerade mit dem... Mit der... Hier mit der Hülle. Bei 3-4. Mhm. Wir bauen das Ding hier ab. Demontieren das Ding. Jawohl. Aber dann hier die Hülle. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das hier reingepflastert kriegen. Ganz außen. Wir haben schon 8 Hüllenblöcke. Heide nein. Das ging fix. Jawohl, wer macht's? Shaki macht's. Ah, sehr gut. Und? Shaki und wer noch? Der Wie. Also unser Schiff wächst aber auch, das ist unfassbar, ne? Ein richtiger Tanker wird das. Kommt schon, der letzte. Was hätten wir Temperaturprobleme? Holy. Danke. So, dann bauen wir mal wieder. Objekte, Strom, ne, Ressourcen, ne, was war es? Einrichtung? Ne. Ressourcen, Systeme, meine Güte, ich suche auch jedes Mal, ne? Also manchmal muss ja echt denken, ich bin komplett durch. Bauen wir das hier hinten? Ja, ne? Bauen wir ganz außen. Ja, ganz außen fest, so, zack. Wenn wir das haben, bauen wir das ab und bauen das außen wieder an. Was? Achso, Hüllenblöcke brauchen noch. Echt? So viel Hüllenblöcke brauchen noch hier? Okay. Na, dann baut mal ein bisschen was hier. Macht mal was für euer Geld, Jungs. Vorher den Hüllenblöcken. Habe ich noch ein bisschen was an Hüllenschrott, was ich hier verbraten kann? Oh ja. Oh, oh ja. Auf geht's. Hier aus. Einiges abzubauen. So, der Thermometer. Ah, sportlich. Okay, wir haben genügend, das ist sehr gut. So, da haben wir das Ganze. Nur noch 3 Hüllenblöcke. Mein Antrieb ist jetzt tatsächlich hier unten alles auszubauen, sodass wir wirklich den ganzen Kahn einmal komplett ausbauen. Wie viel Platz ich da auf einmal kriege? Ich mache das ja eigentlich nur, damit ich wirklich den Platz besser nutzen kann. Okay, wir machen das auch. Demontieren.
Ich weiß gar nicht, ob ich mir so eine Note reinsetze, aber es glaube ich macht Sinn, mehr Note hier reinzupacken. Objekte, Lagerung, Strom. Roten Punkt. Setz mal den Stromknotenpunkt direkt da drauf. So, direkt vorne an die Nase. So, wenn Lumpi damit fertig ist, kann ich gleich weiterbauen. Sehr schön. Dann müsste nachher wieder jemand in den Pott steigen. Wenn es hier sogar Lumpi selber ist. Auf. So, was hiermit? Transfer. Jawohl, ist alles dabei. Schrott lassen wir mal da. Bergen. Jawohl, alles in Ordnung. Ich weiß. So, dann kopieren wir das Ganze mal. Zack. So, dann bauen wir mal das Triebdings. Den Triebding. Zack, hier wieder aufbauen. Frage ist, ob ich hier drei Triebwerke und da drei. Also ich glaube, ich brauche die drei Triebwerke auf jeden Fall. Also ich mache drei Triebwerke hier und wahrscheinlich dann mit der Größe dann drei Triebwerke auf der anderen Seite. Also sieht das ganz cool aus, glaube ich. Das ist ein richtiger Pott, ey. Wie viel habe ich denn eigentlich jetzt am Ende? Objekte. Ne, bearbeiten. Rumpf. Rumpferweiterung. 1, 2, 3. Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3, 4. Ich brauche 4. Kann ich mal nichts bauen? Dafür ist der hier einfach im Weg. Den montieren wir den jetzt auch noch. Und dann muss ich hier nur eine erstmal hinsetzen. Und dann kann ich hier hinten erstmal komplett den Stromgenerator-Antriebraum. Ihr wisst, was ich meine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, sieht gut aus. Da kann ich hier den dritten Antrieb hinsetzen. Und dann haben wir das erstmal. Schön, freue ich mich. So, was war es? Das Thema war es. Zack, Hyperantrieb. Bäm. Ist das eine Stafette? Mega. So, was sagt der Strom? Ja, war mir klar. Dann bauen wir hinten nochmal auf jeden Fall noch einen Knotenpunkt drauf. Strom. Noch einen zweiten Knotenpunkt hier oben drauf. Ah, ihr könnt das hier auch hier irgendwo hinbauen. Nee, ich habe echt Bock, den da vorne auf die Nase zu setzen. Aber ich irgendwie, das finde ich gut. Wie viel Strom habe ich denn hier schon verbunden? Ich kann es über den Knotenpunkt abwickeln. So, und ich müsste auf jeden Fall mal Licht hinbauen. Hier war mal Anlage, alle Anlage. Da, Lampe. Ob ich hier eine Lampe vorne dran setze? So, wir knüpfen. Zack, und Licht. Schön. Jo, fetzt. Ah, hier muss ich mir noch was überlegen, dass es schön aussieht, aber soll erstmal reichen zum Anfang. Sehr verworren, das Layout, aber ist egal. Es ist mein Layout und das mag ich so. So, Hüllenblöcke. Mal gucken. Oh. Wird noch gebaut, sehr gut.
Eigentlich voller ist ja aber auch, wa? So eine große Halle im Weltraum. Dann könnte man wirklich drüber nachdenken, einen Optronikhersteller hier irgendwo noch mitzubasteln, reinzubasteln. Für mich wirklich eine Überlegung, das hier unten irgendwie noch auszubauen, ein Stück weit, und dann hier den Optronik noch mit rein zu basteln. Ich finde das nicht schlecht, dass die ganzen Industriegeschichten hier in einer Ecke drin sind und wie gesagt, das nicht brennen kann. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Und dann könnte ich da oben wirklich den Sun-Bereich rein basteln. Habe ich echt 3 MPs noch? Hä? Was ist da los? Wie wollte ich damit noch ausstatten? Achso, Devi kriegt doch immer noch eine, jawohl. Ja, gut. Shaki sieht cool aus irgendwie. Mit seinem Anzug. Sieht geil aus. Sunshine und Lumpy sind sie sehr ähnlich. Sieht auch sehr geschmackvoll aus, wie ich finde. So, wie sieht es denn hier langsam aus mit dem? Achso, Devi, wo ist er denn? Stopp. Bevor er jetzt schlafen geht, schicken wir ihn nochmal, zack. Nochmal schnell die MP aufnehmen, wo wir das Thema gegessen haben. Jawohl. Schönes Ding. Gut, du bist entlassen. Viel Spaß. Nicht entlassen, aber ihr wisst, was ich meine. Du darfst jetzt schlafen gehen. Vier Hirnblöcke. Das dauert aber auch ewig, ne? Habe ich das Gefühl. Hin. Es geht stetig voran. Mir ging es auch, ob ich tatsächlich den Stabilisator hier irgendwie in die Ecke reinpflaster und dafür dann halt so ein bisschen 1, 2, 3, 4. Eigentlich könnte ich hier 4. Eigentlich könnte ich den Schildgenerator hier oben in die Ecke reinlegen, dann müsste ich aber den hier rausbauen. Dann müsste ich den woanders hinbauen, zum Beispiel hier hin. Geht das denn? Wand. Das müsste eigentlich gehen, den hier hinzusetzen. Da wäre kurz alles außer. Ne, wenn nicht. Hier drüben ist auch noch Strom. Den hier hinsetzen und dann hier oben die Tür ändern. Und dann könnte ich den da oben rein. Dann muss der aber nur weg. Der müsste hier in die Mitte rein. Die Frage ist, ob ich den da drin haben will. Weil wenn sie entern, würden sie da als erstes angreifen, oder? Täusche mich da. Oh, ist das neu, das hier an den Wänden, dieses... Nee, ne, ist nicht neu. War schon immer so. Oh, ich glaube schon. Aber ich mag das Raumschiff, irgendwie sieht das cool aus. Naja gut, wenn wir hier nicht fertig wären, dann verlese ich gerne noch den Datenlog, wenn ihr Bock habt. Dann machen wir das auch noch. Dann haben wir es nämlich mal durch. Wir haben eigentlich noch mehrere. Ah, Call Me Crazy. Okay, Call Me Crazy, Eintrag 1. Log-Eintrag 1. Vorbei am zweiten Stern rechts. Gut, Logbuch der HSS Call Me Crazy. Erster Eintrag, Kapitän Floyd Pierce. Ich dachte mir, es wäre angebracht, ein Logbuch anzulegen. Jetzt, da wir endlich ein Schiff haben, das auch fliegt. Okay. Heute haben wir den Hyperantrieb installiert, was bedeutet, dass alles bereit ist für den Abflug Eden. Willkommen. Achso, für den Abflug, Ausrufezeichen. Eden, willkommen, sorry. Braun meint, ich hoffe, das ist ein Name, ich würde das alles zu optimistisch sehen. Ich denke einfach nur, naja, die Lage ist zu finster, da sollten wir kleine Lichter umso heller leuchten, nicht wahr? Schön gesagt, ja. Ja, ja, du mich auch, lacht. Er hat mir gerade den Stinkefinger gezeigt. Egal, schön.
Schön, schön. Ernsthaft, da unten ging es übel zu. Richtig, richtig übel. London steht inzwischen so gut wie komplett unter Wasser. Ich könnte schwören, dass ich in der Woche, bevor wir das Shuttle endlich zu unserem Unterschlupf brachten, eine Leiche die Straße hinuntertreiben sah. Ich bin froh, dass ich mich mit solchen Dingen nicht länger herumschlagen muss. Die armen Wichte, die wir zurückgelassen haben, tun mir leid. Aber das Programm kann nur dann erfolgreich sein, wenn nicht noch mehr Zeit verloren geht. Nicht wahr? Ja, klingt so. Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird. Und es wird immer schlimmer werden, solange es für die Leute keinen Ort gibt, wo sie hingehen können. In allen Foren und auf allen Social-Media-Kanälen schwirrt dieses Gerücht herum. Oder ist es eher eine fixe Idee? Ich bin mir nicht sicher, welches von beiden. Aber alle gehen davon aus, dass es irgendwo da draußen einen Planeten gibt, welcher der Erde so ähnlich ist, dass man dort leben könnte. Dazu müssten alle Bedingungen erfüllt sein. Die richtige Anziehungskraft, das richtige Luftgemisch, die richtige... Naja, eine Menge Dinge müssten exakt stimmen. Aber die Galaxie ist groß. Irgendwo da draußen muss es doch einen solchen Planeten geben, oder? Im Netz nennen sie ihn Eden. Um den zu finden, ist dann wohl und den zu finden, ist dann wohl unsere Mission. Wir können schließlich nicht ewig auf diesen Schiffen leben, oder? Nein, wir brauchen einen Planeten. Und wir... Ich glaube, am Beispiel Erde sollten wir gelernt haben, wie man einen solchen nicht zugrunde richtet. Für die Erde ist es einfach zu spät. Aber mit Eden wird alles anders laufen. Wir müssen ihn nur finden. Also, werden wir genau das tun. Ende des Eintrags. Schön. Damit schließe ich die Episode. Freue mich auf die nächste. Seid dabei, wenn es heißt Space Haven.